Dann wir kommen ganz schnell noch Punkt 9. Haushaltsplan der rechtsfähigen Stiftung Sörensen-Stift für das Haushalt 2015. Ich verweise auf die Ratsvorlage 12 aus 2015. Wird hier das Wort gewünscht? Das ist nicht der Fall. Ich bitte um Ja-Stimmen. Nein-Stimmen? Enthaltungen? Die Ratsvorlage 12 aus 2015 wurde einstimmig angenommen. Und Kaffee und Kuchen? Noch circa 15 Minuten. Circa 15 Minuten, dann kommen wir zu Punkt 10. Zweite Nachweisung über und außerplanmäßige Ausgaben für das Haushaltsjahr 2014. Ich verweise auf die Ratsvorlage 29 aus 2015. Wird hier das Wort gewünscht? Das ist nicht der Fall. Ich bitte, wir kommen zur Abstimmung. Ich bitte um Ja-Stimmen. Nein-Stimmen? Enthaltungen? Das ist nicht der Fall. Die Ratsvorlage 29 aus 2015 wurde einstimmig übernommen, angenommen. Bitte? Ja. Wir nehmen Punkt 14, wenn Sie damit einverstanden sind. Ja gut, wir nehmen 13 und 14, die beiden Punkte, die sind etwas überschaubar und benötigen vielleicht etwas kürzere Diskussionszeit als bei den anderen Punkten. Sind Sie damit einverstanden? Wir kommen zu Punkt 13, Betrauensakt Aktiv Bus Flensburg GmbH, Direktvergabe an das eigene Unternehmen. Ich verweise auf die Ratsvorlage 14 aus 2015. Wird hier das Wort gewünscht? Das ist nicht der Fall. Wir kommen zur Abstimmung. Ich bitte um Ja-Stimmen. Dankeschön. Enthaltungen und Nein-Stimmen? Das ist nicht der Fall. Die Ratsvorlage 14 aus 2015 wurde einstimmig angenommen. Wir kommen zu Punkt 14, Betrauensakt zugunsten der TAF. Ich verweise auf die Ratsvorlage 31 aus 2015. Wird hier das Wort gewünscht? Bitte, Dr. Devan. Frau Stadtpräsidentin, kein langer Vortrag, auch kein Philosophieren über touristische Konzepte, lediglich eine Frage. Die Formulierungen sind etwas interpretationsfähig in den Schriftstücken, die wir haben. Deswegen stellt sich uns die Frage, ob es eine Obergrenze in den Zuschüssen und der Finanzierung gibt und ob die festgelegt ist. Unsere Finanzausschussexpertin ist halt leider schon etwas länger krank und da hängen wir ein bisschen in der Luft in der Fraktion, deswegen diese Frage. Die Frage ist im Hauptausschuss beantwortet worden. Wer kann aus der Verwaltung das beantworten? Es gibt einen gedeckelten Zuschuss und das ist alles, was zu regeln. Ja, das ist über die Planung, der Haushaltsplanung, beziehungsweise das Budget, der TAF abgesichert und das ist der Zuschuss. Das hat nichts mit dem Budget zu tun, und ich kann auch noch zu sagen, dass das nochmal einer ist. Der Betrauungsakt ist ein Akt, aber hat nichts mit einer Budgetfestsetzung. Die Budgetfestsetzung haben wir definiert. Das Wort, der ist komplett die Verabschiedung des Plans. Kann ich mal eine Antwort weitermachen? Jetzt doch bitte ganz schnell.
Wir haben eine Antwort. Das hört man aber nicht. Dann bitte an das Podium. Haben Sie den Zahlen? Bitte, Herr Detlefsen, Sie haben das Wort. Ich warte noch auf der Kamera. Sehr geehrte Frau Stadtpräsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Dewanger, wir hatten das Thema gestern im Hauptausschuss dank der Nachfrage Ihres Kollegen Herrn Peisen, an den ich fraktionsintern bei Ihnen verweisen möchte. Erstens, zweitens ist es, wenn ich Ihre Frage richtig verstanden habe, auch dieses Thema hatten wir genau gestern, das richtige Verstehen der Frage, haben wir hier den Betrauungsakt, ein Vorgang aus steuerlichen Gründen, aber keine Festsetzung eines Budgets. Das Budget einer Firma, wir sind ja an der TAF beteiligt, findet über den Plan des jeweiligen Jahres statt und mit der Planverabschiedung ist das Budget auch festgesetzt, aber nicht mit dem Betrauungsakt und findet jährlich statt. Verstanden? Nur wenn ich den Betrauungsakt dem Unternehmen zusichere, dass es auskömmlich finanziert ist beispielsweise, dann sagt das eben noch nichts über das Budget aus. Das können 20 Millionen sein, das können 5.000 sein. Das sagt ja aber der Plan, den wir verabschieden, aus. Wir verabschieden ja jedes Jahr, wenn Sie sich einen Plan und also setzen darüber das Budget fest. Also bestimmt wird über das Budget, was auskömmlich sein soll. Ja. Herr Brüggemann, möchten Sie etwas ergänzen? Vielleicht noch kurz zur Ergänzung. Wir hatten gerade gesucht, wie hoch ist die genaue Summe, die wir im Haushaltsjahr 2015 an die TAF auskehren als Zuschuss. Diese Summe oder die Ermächtigung, dass wir das auszahlen dürfen, ist gerade erfolgt durch den Haushaltsplan. Das heißt, damit wird die Summe gedeckelt, politisch, was wir an die TAF zahlen. Und es ist dann Herausforderung des jeweiligen Geschäftsführers und des Aufsichtsgremiums mit dem Geld und dem Geld, was er von den anderen Gesellschaftern bekommt, einen Wirtschaftsplan vorzulegen, der letztendlich auf Null oder einen kleinen Überschuss hat, damit es da nicht zu Problemen in der Wirtschaftsführung kommt. Das ist die Herausforderung der Geschäftsführung der Organe. Das wird von uns auch controlled im Rahmen des Beteiligungskontrollings, dass halt dort das Unternehmen auch mit dem auskommt, was wir hier im Rahmen einer Entscheidung der kommunalen Selbstverwaltung beschlossen haben. Und in diesem Zusammenhang ist letztendlich auch der Betrauungsakt zu sehen. Das heißt, wir sichern letztendlich damit zu, dass halt die auskömmliche Finanzierung erfolgt. Und es ist Herausforderung dann für Unternehmen, mit dem Geld auch auszukommen, damit es nicht zu irgendwelchen Schieflagen kommt. Die Summe haben wir. Ah, jetzt kriege ich auch die Summe nachgereicht. Die TAF bekommt im Haushaltsjahr 2015 einen Zuschuss in der Größenordnung von 359.700 Euro. Vielen Dank, Herr Brüggemann. Wir kommen zur Abstimmung. Gibt es noch weitere Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall. Wir kommen zur Abstimmung. Ratsvorlage 31 aus 2015. Und ich bitte um Ja-Stimmen. Dankeschön. Enthaltungen und Nein-Stimmen habe ich nicht übersehen. Somit ist die Ratsvorlage 31 aus 2015 wurde einstimmig angenommen. Und wir machen jetzt eine Pause. Halbe Stunde. Ja.